So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, wie nochmal Hobbits und Eldon zu einem neuen Part Resident Evil mit dem Zwergenfürst. Part 9, wenn ich es richtig habe, es richtig im Kopf habe. So, wir schauen mal kurz nach. Jo, wir haben hier einen Schlüssel Imitation. Imitation. Sprache, Wörter. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Reden muss man können. Und ich habe so schon einen Plan, wo wir diese Schlüsselimitation einsetzen können. Und wo wir den echten Schlüssel herbekommen. Dazu müssen wir hier erstmal eine kleine Wanderung machen. Die durch das Gebäude noch ein wenig durchgehen. Da gibt es ein kleines Podest, auf dem schon ein kleiner Schlüssel liegt. Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Wir haben jetzt das Rüstungssymbol bekommen. Ein Rüstungsschlüssel. So sieht's aus. Oh, da sind wir ja schon ganz in der Nähe. Sind wir schon durch die richtige Tür durchgegangen. Da kommen wir doch schon gleich an. Was dem Henker? Steht er auf einmal wieder auf? Der war doch längst tot. Meine Fresse. Ich hab mich hier erschreckt. Hier sind wir. Da wollen wir hin. Hoffentlich stehen hier nicht noch weitere Zombies auf. Ich habe erst gedacht, was das für ein Geräusch, was da höre, und dann steht der Kerl auf. So, hier ist das besagte Podest. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. So, erstens mal will ich die Waffe ausrüsten. Pistole ist dann doch besser als Schrotgewehr im Kampf. 5 Farbbänder haben wir noch. Hier haben wir eine Schlüsselimitation. Das müssen wir mal ganz schnell sein. Sonst müssen wir hier nochmal. So, am besten von hier aus. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Okay. Mitnehmen. Jetzt mal ganz schnell, ja, ganz schnell wieder den Schlüssel reinlegen. Wir haben eine Imitation. Ja, na komm, na komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm. Na komm, leg doch schon rein. Chill, 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 chill. Das doch hier im Inventar. Inventar, Inventar, Inventar. Schlüsselimitation wenden, einlegen. Auf den letzten Drücker die Imitation reingelegt. Die Sache geht hier wieder zurück. So, haben wir den richtigen Schlüssel mitgenommen. Die Gefahr ist gebannt. Ja, das kam ja schon auf uns zugefahren. Ihr habt es schon gesehen. Wir haben ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen mehr als nötig. Aber jetzt haben wir hier den Schlüssel. Hier kam auch der. Hier hätte man nicht fliehen können. Hier kam die nächste Sache auf uns zu. So, hat ein bisschen Panik. Hier haben wir einen Hausschlüssel mit dem Rüstungssymbol drauf. Mit dem richtigen Schlüssel. Großartig. Und damit kommen wir jetzt durch einige weitere Türen durch. Zum Beispiel durch diese hier. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay, durch diese Tür nicht. Jill? Was zum Henker? Spielsteuerung. So, jetzt können wir quasi durch alle Türen, nicht nur quasi, wir können durch alle Türen, die ein Rüstungssymbol drin haben. Und dann brauchen wir nur noch den Helmschlüssel. Der Helmschlüssel ist dann das letzte, was fehlt zum kompletten Erkunden
Develung. Jetzt müssen wir hier mal den Zombie erledigen. Da wartet noch ein Zombie auf uns. Au! Der sprintet aber los hier. Schnell weg hier, schnell weg hier. Ach. Renn doch! Ach, Kacke! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn, Jill? Wir haben jetzt gerade den Schlüssel hier. Du kannst doch jetzt nicht sterben. Du kannst doch jetzt nicht allen Ernstes sterben. Na komm! Durch die Tür. Lassen wir sie leben. Der kam da aber angerannt, der Kleine. Meine Fresse. Nehmen sie jetzt alle wieder. Sind sie jetzt alle wieder am Leben. Das würde ich ja nicht so toll finden. Kritisch. Alle wiederbelebt. Na, das wäre ja super. Sag, dass wir hier nochmal durch können. Durch diese Tür. Oh, dramatischer Linkwinkel. Die Tür können wir durch. Jo. Hier ist hoffentlich kein Zombie in der Nähe. Doch, einer liegt auf dem Boden. Der ist hoffentlich tot. So. Der ist tot. Müssen wir jetzt aufpassen, wo wir auf Lebende zumindest treffen. Oh, hier wären wir also wieder. Nee, da wollte ich nicht hin. Wollte hier den Raum weiter erkunden. Neue Türen öffnen. Bleib doch verdammt nochmal tot. Ja. Ich bin hier der Tote. Verdammt, müssen wir jetzt das mit dem Schlüssel nochmal machen. Ach, Dreck. Das war so eine spannende Sache. Ach, nee. Die verdammten Toten, ja. Die stehen jetzt alle wieder auf. Weil er einen neuen Schlüssel hat. Wäre ja zu leicht, wenn es nicht so wäre. Das Ganze also nochmal von vorn. Und schon hat sich das Ganze. Die Wände rücken näher, damit man hier nicht entfliehen kann. Leider müssen wir jetzt hier wieder zurück. Wenn die andere Tür verschlossen bleibt mit dem Helmsymbol, müssen wir uns durch die Zombies kämpfen. Verdammt. Der eine ist ja ein richtiger Sprinter. Achtung, Jill. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Nicht noch ein drittes Mal. Na komm, kämpf. Achtung. Was denn? Was denn? Verdammt! Verdammt, Jill! Bewehr dich! Verdammt! Na komm! Was denn? Dem sind wir entkommen. Was ne Scheiße. Heilung wäre jetzt nicht schlecht. Hier haben wir noch einen. Irgendwo war hier noch einer. Ja, hier an dem Flur war noch einer. Da. Schlecht um die Ecke. Hier war kein Geheimraum. Da war woanders was. Ja, der Bildwechsel, der verwirrt mich ein bisschen. Durch den bedrohlich dunklen Flur. Nein, Jill. Andere Richtung hier um die Ecke.
Den anderen müssen wir erledigen, bevor uns erledigt, der dort im Flur ist. Oder wir schaffen es vorher raus. Sind schon verletzt. Dort erstmal nicht lang. Vielleicht können wir erstmal durch die Halle mit andere Türen ausprobieren. In der Hoffnung, dass hier keiner rumliegt. Die Anfangshalle, wo wir ganz zu Beginn waren. So. Wieder im Treppenhaus, im Foyer. Welche Türen können wir jetzt öffnen mit dem neuen Schlüssel? Ich versuche mal bei der hier, ob ich hier weiterkomme. Ein Helmsymbol. Okay, hier kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Ich hoffe, der Zombie lebt hier nicht mehr. Den wir hier erledigt haben. Ganz zu Beginn im zweiten Part, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, noch liegt er rum. Ansonsten steht der Schrank hier am Weg. Okay, hier Zombiehunde oder wie sieht's aus? Ganz schlimme Zombiehunde. Na? Wir kommen durch. Sehr gut. Die Zombiehunde sind erledigt. So, hier ist eine Tür. Ich gehe nach draußen. Ich glaube ja. Das sind nur böse Hunde. Brauche ich nicht, will ich nicht. So. Juti. Ich bin noch ganz geschockt von Zombies und von denen. Von dem Rest. Die Zombies und der ganze Rest. Der Schlüssel. Das Ding. Huha. Da kommt was. Oha. Scheiß. Die Wand an. Ich muss wegrennen. So viele auf einmal. Die kriege ich niemals erledigt. Weg hier. Lass dir Zeit beim durch die Tür gehen. Ist ja nicht so. Tja, jetzt sind wir hier in der Sackgasse. Schöne Scheiße. Und du? Tja. Das war der Gewehrraum. Dann das Gewehr mit rausgenommen. Wir müssen zurück. Und den Zombies kommen wir nicht vorbei. Sehen wir rennen ganz schnell. Alle hinten anstellen. Nein. Nein, nicht sterben. Nicht sterben, Jill. Durch die Tür. Ach, hier sind wir. Verdammt. Ich hab Panik wegen den Zombies.
die Tür, weil das hier ist noch ein Safe Room drin. Hier sind doch auch wieder einige Zombies, die wieder zum Leben erwachen. Die Wand ist voller Porträts. Schön für die Wand, dass sie voller Porträts ist. Zombie, bleib liegen. Kacke! Nein, 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 nein. Verdammte Kacke, nicht das Ganze nochmal von vorn. Ist ja eigentlich nur der Schlüssel, aber Mann. Dafür hasse ich das Spiel. Oh, heilige Scheiße. Es ist doch Bullshit, das ist doch Kacke, das ist nicht... Ich mag das nicht. Jetzt rüste mal die verdammte Waffe aus. Sobald man den Schlüssel hat, geht's hier wieder voller Action weiter. Ist ja richtig so. Aber. Meine Fresse. Meine Fräse. So, geh mal wieder hoch. Das Ganze dreimal. Zweimal noch. Also einmal hier bei dem Rüstungsschlüssel. Dann wollen wir dann gleich den Helmschlüssel noch kriegen. Falls wir den mal finden. Ja, den genau. Für dieses Türchen. Das ganze Drama nochmal. Jetzt lebt das Haus auf einmal wieder. Der Sprinter hier. Der steht hier unabhängig von dem Dings auf. Puh, rechtzeitig fliehen. Wir müssen an dem irgendwie vorbei. Seit wann können Zombies sprinten? Vor allem der Dicke. Der fängt auf einmal an zu sprinten. Müssen wir hoffen, dass wir rechtzeitig wegkommen. Ganz schnell durchrennen. Auf dem kleinen Raum können wir die nicht erschießen. So, hier. Ein drittes Mal. Möge wir dieses Symbol für Nützruhe und Tod finden. Oder so ähnlich. Es geht mir runter. Wow, wow. Angst, 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 Angst. Ganz schnell wählen hier. Ganz schnell auswählen. Da kommt die Figur. Ich glaube, wir haben Zeit. In aller Seele in Ruhe. Solange wir den Schlüssel überhaupt haben, solange wir das Imitat haben, ist alles gut. Wenn man halt nichts hat, dann ist es gefährlich. Dann stirbt man halt hier. Durch das sich drehende Stachelblatt. Oder wie man es auch nennen will. Stachelblatt wirkt jetzt nicht sonderlich bedrohlich. Es klingt jetzt nicht so nach Lebensgefahr. Aber ja. So, jetzt schnell hier durch. Ohne schießen. Und der Sprinter. Verdammt. 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 Na komm. Schieß, Jill. Schieß. Schnell vorbei. Und F. Und F. Was machst du denn, Jill? Theoretisch könnten wir auch auf der anderen Seite weiter. Und hätten wir dann wieder nur Zombies und wieder nur Sachen, wo wir vorbei müssten. Mensch, Mensch, Mensch. Nix für schwache Herzen. Das Spiel ist nix für schwache, für leichte Gemüter. Wir schreiten weiter voran. Na komm, den Kerl kriegen wir doch besiegt.
Ach, du wirst erst getriggert, wenn ich hier dran vorbeilaufe. Nein, nicht. Diesmal nicht. Jo, hier können wir jetzt durch. Einen neuen Raum freigeschaltet. Großartig. Was haben wir denn hier? Oha. Ein kleiner, großer Raum. Ich habe noch ein bisschen Farbband. Großartig, das können wir gebrauchen, können wir speichern. Wenn wir mal zu dem Speicherraum kommen. So, Safe Room. Eine Bulle Schnaps. Ich nehme eine. Ein hölzernen Tick aus Eiche. Sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Hier mal einen kleinen Schluck nehmen. Stückchen Wein. Das können wir gebrauchen. Hier mal ein bisschen den ganzen Dreck verarbeiten. Ein kostspieliger Flügel. Können wir spielen. Hier ein bisschen ausruhen. Schnäpschen, ein Weinchen trinken. Bisschen runterkommen. Ausspannen. Von dem ganzen Scheiß, der hier passiert ist. In Savanna. Heilung ist hier natürlich keine. Warum auch? Das wäre ja zu viel des Guten. Wenigstens steht der Zombie nicht mehr auf. Also der Fahrstuhl funktioniert natürlich nicht. Das wäre zu schön. Ach, im Keller waren wir ja auch schon drin. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr rein. Können wir vielleicht auch mal, können wir noch mal gucken, aber da sind auch nur Zombies drin. Das ist doch dieser eine Zombie, der Essen haben will. Das vermoderte Essen. Ich höre es schon. Kein Interesse. Ich verpiss mich lieber wieder. Gibt's nichts mehr zu sehen. Ich höre es schon krabbeln. Darunter gehe ich nicht. So, ich hoffe, der steht jetzt nicht auf. Wird er wahrscheinlich tun. Wäre zu schön. Von der anderen Seite verschlossen. Großartig. Gut, hier den Weg. Einen Raum haben wir schon freigeschaltet. Können wir bei Gelegenheit auch hier mal speichern. Und den Schlüssel und so weiter und den Raum speichern. Gibt es jetzt einige neue Türen zu öffnen in nächster Zeit. Die Partlänge dürfte bald erreicht sein. Hier mal kurz speichern. Dann wird Zeit. Genug Farbband haben wir auf jeden Fall. Hier. Sehr gut. Haben wir den Rüstungsschlüssel mal gespeichert. Hervorragend. Guck mich hier noch ein bisschen um. Viel Neues werden wir jetzt hier nicht entdecken. Daher ist der Speicherstand hier schon mal ganz richtig. Ein verletzter Speicherstand. Ja, ich bin nicht ganz fit, aber wir finden hoffentlich bald etwas Heilung. So, hier kommen wir noch nicht durch. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag, wer weiß es. Das klingt fast nach Endboss hinter dieser letzten Tür. So, man könnte es mal oben versuchen, was man da noch findet. Jill läuft gegen eine Vase. Vielleicht finden wir hier im oberen Stockwerk noch ein paar Türen, die wir benutzen könnten. Hoffentlich nicht mehr allzu viele Zombies. Na doch, das wird schon kommen. Das wird schon passieren.
Überraschungen, gruselige Überraschungen in Resident Evil ist halt irgendwie Teil davon, von der Sache, Teil des Spiels. Damit muss man irgendwie zurechtkommen auf Dauer. Draußen. Ach, das, da sind wir. Ja gut, da müssen wir nicht hin. Da haben wir im letzten Part die Hunde besiegt. So. Dann würde ich schon mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder. Oh, hier können wir jetzt durch. Großartig. Da geht's weiter. Oh. Das sieht doch gruselig aus. Das ist doch ein großartiges Schlussbild für den heutigen Part. Ja. Haut da rein, man sieht sich im nächsten Part. Hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Weiter geht's in Resident Evil in Part 10.